Liebe Freunde der Finanzmarktrunde und liebe Freunde von Ayondo, rund um die Ostertage gibt es eigentlich, finde ich zumindest, kaum einen besseren Ort, um mal in Ruhe über das Kapitalmarktgeschehen nachzudenken und um in sich zu gehen, als das Arabische Meer und in dem Fall die Südspitze Indiens in Kerala. Und beim Lesen der Financial Times ist mir eben ein Spruch aufgefallen, den ich auch im BWL-Studium, glaube ich, häufiger schon mal gehört habe, natürlich im Spaß, der da lautet, wenn die Bilanz einer Bank nicht so gut aussieht, dann sagt man, on the left side there's nothing right and on the right side there's nothing left. Und ich würde mal sagen, das trifft ganz gut auf die Deutsche Bank zu und viele sprechen es ja offen aus, was der Bank hilft, beziehungsweise was die einzige Rettung ist. Herr Achleitner müsste endlich verstehen, dass das der falsche Platz für ihn ist, als Aufsichtsratsboss der Deutschen Bank, und Herr Krein, müsste möglicherweise auch ersetzt werden durch jemanden, der Dynamik und Aufbruch ausstrahlt. Verwaltet wurde da jetzt halt auch nicht geklappt. Also muss man nach Investment Banking und Andrew Jain, passenderweise ja auch Halbinder, glaube ich, gewesen, ist er natürlich noch, mal was anderes probieren, um die Deutsche Bank aus dem Keller zu holen. Blick auf den Langfristchart zeigt da, dass das bei Ayondo fürs Webinar wirklich eine Diskussion wert ist, denn wir laufen da auf das Mehrjahrestief zu und negativ ist ja so ziemlich alles eingepreist, was rein kann, inklusive Gewinnmahnungen und so weiter. Und ich glaube persönlich, wenn da ein neuer Vorstandsboss käme, wäre das der absolute Befreiungsschlag und die Comeback-Wette 2018. So wie wir vor 3-4 Wochen ja gesagt haben, die Wette für das Frühjahr ist Nasdaq Short, DAX Long, das hat sich ja eigentlich ganz gut angelassen. Und ja, wir wollen mal gucken, wer in Zukunft so ein Seeadler herfällt und was da noch vielleicht auf der Kaufseite möglich ist. Mensch, das ist wirklich schön, dass Sie dieses Video so stillhalten, die zwei Burschen. In diesem Sinne, nachträglich noch schöne Ostern und wir sehen uns um 18 Uhr in der Finanzmarktrunde. Natürlich dann auch mit Ideen rund um Amazon, die wir angeschortet hatten oder das zumindest als Idee rausgegeben hatten, mit Facebook, mit der sich irgendwann unserer Ansicht nach halbierenden Tesla, mit Google, und wir diskutieren mal, ob man da jetzt Stufe 1 der Gewinne, die ich finde, mitnehmen kann, und bei den US-Tags wartet, dass sie jetzt weiter über die nächsten Monate ihre Überbewertung abbauen. Für den DAX bin und bleibe positiv. Ich habe mich in einem internen Chat dazu hinweisen lassen, zu sagen, 11.7 ist vielleicht sogar die Kaufchance gewesen im ersten Halbjahr, vielleicht sogar überhaupt 2018. Lassen wir uns mal überraschen. Bis dahin, 18 Uhr, Ayondo. Ich freue mich.